Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir brauchen Prunk, um da die, wie heißt das Ding, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aus Konstantinopel da, die Beliebtheit hier zu verbessern. Gut, wir schicken jetzt gerade, glaube ich, einen Händler hier hin. Ist er das? Ich glaube ja, ne, oder? Aber der ist voll, das ist doch nicht unser dann, nein, das muss ein anderer Händler sein. Ne, wir hatten doch, glaube ich, alles im Laden. Das ist er, Milos Dusan. Das ist unser Mann. Na, das ist auch schwierig mit dem Scrollen da. So, wir bräuchten Prunk, den wir auch hier haben. Das sind 4. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Sachen ist, ob das was bringt oder nicht bringt. Ich nehme jetzt einfach alles mit, was geht. Holzsteine. Ich glaube, wenn dann die Metalle bringen es, aber auf jeden Fall 300 von 300 sind wir erstmal voll. Das geht nicht. Also ja, dann müssen wir nach Konstantinopel schicken, dahin, das geht. Gut, dann läuft er dahin. Oh, dieses rein rauscrollen, dann ist man gleich so richtig unterwegs, ne? Das ist unser Händler, ne? Mal gucken, dass wir da, ja, 31 haben. Wir hatten 35 letztes Mal, ne? Ist doch stark gefallen. Ist die Frage, ob wir das überhaupt so hinkriegen, ne? Vielleicht müssen wir auch noch was anderes machen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man da irgendwie die Beliebtheit durch andere Aktionen noch steigern. Das müssten wir mal angucken. So. Prunk, weg. Rot. Salz. 43 haben wir jetzt. Immer noch hat sich nichts geändert. Und Werkzeuge 44, ja. Das gestaltet sich schwierig, das Ziel zu erreichen, ne? Ja. Diplomatie. Schönen guten Tag. Was gibt es denn sonst noch zu bereden? Ja, was sollen wir hier machen, ne? Ihr habt was anzubieten? Immer gerne. Gold. Wenn ich der mal so richtig Geld gebe, sind die dann richtig glücklich? Wir machen mal 50.000. Okay. 44 steht da oben. Und hier? Sympathie. So, 44 vorschlagen. Das ist so abgemacht. Ja, gut, die Sympathie ist gestiegen, aber leider nicht unsere Beliebtheit da. Ja. Ja, durch Handel geht nicht anders, alles klar, auf 60%. Gut, dann bedeutet das los. Wo ist die nächste Stadt? Hier. Nur, lohnt das alles so, ne? Die haben Bier. Und die haben Tuch zum Beispiel auch. Dann vielleicht sollten wir da gucken, dass wir das da hinkriegen. Die Reisen dauern natürlich ewig auch, ne? Hier unten haben wir noch eine Stadt, ne? Komm, wir gehen erst hier hin. War ja schon abgebogen. Ich dachte, der läuft gerade runter dann. Müssen wir gucken, was es denn hier überhaupt gibt, ne? Tuch gibt es hier allerdings auch. Nehmen wir mit. Felle, Salz, Honig. Vielleicht ist es Honig. Und Fisch war es am Anfang, ne? Achso, wir müssen das zumachen, sonst läuft der nicht. Gut. Wolle wird es da auch geben, ne? Ich komme wieder, keine Frage, ne? Aber Konstantinopel ein Stück höher, ne? Exquisit. Gut. 42 haben wir auf jeden Fall. Bräuchte man mehrere Händler? Kann das sein?
Wir gucken erst, wie weit wir mit dem jetzt hier kommen. Da ist er schon. Das geht nur, wenn unser Händler in der Stadt ist, da. Ja, entladen. 40 ist sogar schlechter geworden, oder was? Oder war das reiner Zufall gerade? Die Felle. Das Salz. 43. Der Honig hat nichts gebracht. Und der Fisch. 49. Der Fisch hat's gebracht. Brot, Fleisch und Prunk. Und Hemden. Dingens brauchen sie gar nicht. Vielleicht noch Metalle. Metalle. Zack, auf nach Ala, gucken, was wir da haben. Metalle haben wir hier nicht. Und die drei Sachen haben wir hier auch nicht. Was haben wir hier? Mit Vergnügen. Weil da brauchen wir da nicht hin, ne? Von den drei Sachen haben wir gar nichts. Hemden. Und Metalle. Hier sind Metalle. Dann nehmen wir hier 300 Metalle mit und gucken, was die Sache ist. Schauen wir mal, ne? Da ist er, glaube ich, oder? Ja. Vier. Tausend Leute, oder wie sind das? So. Packen wir 300 rein und gucken, ob wir die da umsetzen können. Schon unterwegs. Konstantinopel ist da. War nur eine Zwischenlandung, damit er da schon mal die Richtung läuft, ne? Anderer Weg wieder untenrum ist sowieso schlechter, ne? Ja. Sind 12 Punkte, die wir brauchen. Vielleicht schaffen wir die ja. Handel. 13 Punkte, 3 hat's gegeben. So, Wein haben wir, Kohle haben wir. Und hier unten Werkzeuge. Wein, Kohle, Werkzeuge und Getreide. Sehr wohl. Kohle gibt's hier, Werkzeuge gibt's hier. Und Getreide gibt's hier auch. Gut, wollen wir gucken, dass wir es da wegholen. 50. Ne, das war verkehrt. Das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist richtig. Stopp. Irgendwo von gab es so viel, dass wir nichts mehr tragen können. Okay. Getreide war eher fertig. Gott. Hinunter. Gucken, ob das reicht. 49 haben wir. Hat nichts gebracht, das Getreide. Die Kohle hat 2 gebracht. Und das Werkzeug 1. Sind wir bei 52. Der Weg ist so weit, oder wie war das? Hier sind keine Städte, wo ich sagen würde, das ist positiv für uns. Werkzeuge. Wir brauchen Brot. Gibt's hier auch nicht. Wo gibt's Brot? Nächste Bäckerei brauchen wir. Da ist auch nichts. Da geht nichts. Da ist auch nichts. Wir haben doch irgendwo bestimmt Brot gemacht. Nicht wirklich, ne? Ist hier noch irgendwo eine Stadt? Ne, wohl nicht. Irgendwo hatten wir ja Brot, ne? Aber wo war der Prunk? Ich habe doch irgendwo Prunk gemacht. War das hier? Ja, und Brot gibt's hier eigentlich auch. Was fehlt denn dann zum Brot, zum Prunk machen?
Werkzeuge. Nee, stopp, das ist falsch. Muss da glaube ich nur draufbleiben, oder? Werkstatt. Das brauche ich zum Bauen. Produktion festlegen. Nee, das ist nicht richtig. Ja, aber was brauche ich denn dafür? Wo kann ich das denn? Ah, Produktion, da kann ich das wahrscheinlich sehen. Genau so ist es. Da brauchen wir Keramik und Werkzeuge für. Oder Metalle. Was wäre da? Ja, dann fehlen uns hier die Keramiken, ne? Und die waren, glaube ich, in Krakau, ne? Ja, aber zu wenig eigentlich. Was braucht man dafür? Kohle. Das heißt, wir müssen Kohle haben. Den haben wir noch ausgewählt. Schon unterwegs. Ich glaube, Kohle war hier, ne? 50 auf jeden Fall. Oder war die Kohle? Ne, hier war die Kohle, ne? Ja. Das war jetzt alles falsch. Da wollte ich hin. Hier ist die Kohle. Exquisit. So. Hier ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, können wir gebrauchen. Wo läuft denn der jetzt lang? Da ist er wahrscheinlich. Nee, das ist nicht der richtige. Kommt da nur einer? Da ist er. Gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Exquisit. So, jetzt können die Ton machen, der aber schon da ist. Das geben wir da auch mal weg. So, jetzt ist nur die Frage, wie lange dauert das, ne? Zwei. Machen die in welcher Zeit? Gute Frage, ne? Auslastung 100%, okay. Tja, das fällt natürlich jetzt hier wieder 47%, ne? Die hatten jetzt gerade 4 gemacht, ne? Sehr wohl. Zum Trunk brauchte ich Ton und Werkzeuge, oder? Nehmen wir die Werkzeuge mal mit, den Ton haben wir ja noch. Und der Prunk wurde hier gemacht, kann das sein? Ja. Mit Freude. Mit Freude. Da kommt er. Da haben die genug von. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und dann produzieren die hoffentlich wieder. Warte mal. Nochmal reingeguckt. Prunk ist hier. Ton, alles da. 100% läuft.
Was braucht man noch? Brot. Zwei, da fehlt's an. Honig. Honigbrot. Aha. Habe ich aber nicht mit. Jetzt kommt da ein Händler von rechts, ne? Müssen wir aber kurz vorher ausräumen, ne? Sonst nehmen die das nämlich mit. Das ist der Bautrupp, so, so. Gut. Der ist weg. Noch mehr Prunk. Rot ist bei uns drin, so ist das. Ja. Kein Korn in der Stadt vorhanden. Gut. Da ist nix. Ist kein Ton mehr da. Dann müssen wir jetzt Ton holen. Mit Freude. Die haben da genug von. 28. Jetzt nehmen die den mit wahrscheinlich, ne? Der Händler da. Na, haben sie wohl doch nicht. Wein wollten die auch haben, ne? Vielleicht nehmen wir doch ein bisschen. Den Wein nehmen wir noch mit. Mit Vergnügen. Ich muss mal gerade was trinken, weil ich so einen trockenen Hals hatte. So, jetzt müssen wir das entladen, damit die wieder da Prunk machen können, ne? Ach so, warte mal, Produktion war der Prunk, dann Werkzeuge. Aber jetzt weiß ich nicht, wie viele Werkzeuge sie haben. Genug, okay, das ist nicht das Problem. Weiterlaufen lassen, ne? Ja, ich hoffe, der hat jetzt nicht hier was geklaut, in Anführungsstrichen. Da kommt schon wieder ein Händler von da oben und da unten auch noch einer. Bevor die da sind, muss ich auf jeden Fall den Prunk da rausholen. Sonst habe ich da nachher nichts von, ne? Honig fehlt. Wenn Honig da wäre, wäre aber auch Brot da, ne? Die Frage, wo es Honig gibt, ne? Gibt es hier oben Honig? Ne, da gibt es Früchte. Gibt es hier unten Honig? Ne. Gäbe es da Honig? Ne, da gibt es nur Töpferwaren, aber die haben auch Brot. Haben sie aber auch nicht, weil kein Honig da ist, wahrscheinlich, ne? Brot ist da. Nächste Stadt wäre wo? Hier unten erst, so weit weg. Die haben Honig. Schließen, Produktion gucken. Ja, der kommt von alleine, der Honig, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir da hin und holen den Honig erstmal. Tja, Beliebtheit sinkt natürlich. Tendenziell neige ich dazu, eigentlich durchzulaufen nach Konstantinopel. Kurz gucken, was haben die denn hier noch? Das nicht. Ja. Den Honig einladen. Machen wir vielleicht noch, oder? Nee, gehen wir direkt hin. Wo läuft denn der jetzt lang? Ist es der? Nee. Ist der da lang gelaufen oder was? Nee. Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er das? Nee.
Ja, schon wohl da. So. 49, das war 9 Punkte. Und 2 Punkte fürs Brot. Und Wein haben sie schon da. Also nichts gebracht. Gut. Fisch, Salz, Brot fehlt. Fisch, Salz und Brot. Werkzeuge sind auch knapp. Und Metalle. Dahin laufen wird also nichts so richtig bringen gerade. Fisch, Salz und Brot ist nicht. Werkzeuge waren auch knapp und Metalle. Schade, ne? Fisch gibt's hier. Salz auch. Also hier runterlaufen. Da kommt er, ne? Ja. 51%, ja. 9% fehlen. Ja, da kann ich auch hin. Die haben das allerdings nicht, aber Fisch hätten die zum Beispiel ganz viel. Aber na, ich mach's mal hier hin, ne? Weiter. Ein Stück können wir dann auch runterlaufen. Fisch, Salz, Brot, das sagen wir mal nicht. Mit Freude. Dahin. In die nächste Stadt. Fisch hätten die noch ganz viel, den nehmen wir dann auch mit. Werkzeuge waren auch noch knapp, aber wir sind jetzt erst voll. Sehr wohl. Auf geht's, 50% haben wir noch. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen wir da doch hin. Sollen wir mal gucken. So, 16 Salz. Bringt uns ziemlich. Du hast es fast geschafft. Weiter so. Ich hatte vorhin eine Unterredung mit dem Patriarchen. Ich sagte ihm, du stündest für Aufträge, die einem wahren Christen würdig sind, jederzeit zur Verfügung. Er wird sich in Kürze direkt bei dir melden. Geschafft. Die Kaiserin erwähnte, dass sie als aufrichter Christ die Nähe des Herrn sucht. Das ist gut, mein Sohn. Doch zuerst sollte euer Glaubenseifer euren eigenen Untertanen zugute kommen. Gotteshäuser sind am besten geeignet, die Gaben eurer Mildtätigkeit dorthin zu lenken, wo sie gebraucht werden. Beginnt zu bauen. Der Herr wird es euch vergelten. So, das heißt, Kirchen und Moscheen soll ich bauen, Kapellen und kleine Moscheen. Ja, dann wäre schön, wenn man sehen kann, ne? Wie viel man schon hat und wie viel man braucht. Keine Ahnung. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde auch reichen. Wir machen in der nächsten Folge dann mit dem Kirchenbau weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.